Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Weiter geht es hier immer noch in der Wüstenburg, wo wir schon bereits 3 von 4 Geistern erledigt haben und die Lichter wieder zurück an ihren Plätzen gebracht haben. Jetzt kommen wir hier zum letzten Geist, der ja noch irgendwo hier in dieser Richtung unterwegs ist. Warte mal, Link, geh nochmal kurz hier rauf. Ja, genau, die Spur führt ja nämlich ja durch diese Tür da hinten durch. Deswegen müssen wir uns erstmal hier mal ein bisschen vorbereiten. Also schieben wir erstmal das Ding hier mal da rein, wo es auch reingehört. So, und zack. Und noch einmal. Und das war's auch schon. Dann kommen wir endlich hier oben an. Alles klar. Gut, ich denke mal, ich verwandle mich mal kurz zurück hier. Und ziehe erstmal wieder an der Kette, weil ich habe ja schon wieder gesehen, das ist ja wieder so ein alles Kronleuchter-Rätsel. Und da ist schon wieder so ein Vieh, das mich angreifen will. So, warte mal, am besten, ich hol mir die mal hier mal so ran. Ah, Mann. Das ist immer nervig, wenn ich immer jedes Mal hier so von der Kante rutsche. Ach, Mann. Jetzt reicht's aber. So, mach ich das von hier unten aus. Mensch. Gibt's denn sowas? So, wo ist jetzt der andere? Oder kommt er jetzt, taucht er jetzt hier gar nicht mehr auf? So, damit hätten wir also erstmal Ruhe, bevor die mir noch auf die Nerven gehen und mich hier beim Kettenziehen hier einfach mal so unterbrechen. Kenne ich ja sogar schon zu Genüge. Also, so, zack und hau ruck und hau ruck und hau ruck und hau ruck. Mir fällt ja gerade auf, ich habe da glaube ich irgendwo eine Truhe hinten und übersehen. Gut, dann beeile ich mich mal erstmal. Ich nehme erstmal die hier in diese Ecke mit. In der ein roter Rubin drin ist. Okay, ein roter Rubin also. So, und wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Also durch den Sand will ich nicht durch. Nee, ich nehme mal lieber das hier. So, dann kann ich ja nochmal hier kurz den Gang entlang gucken. Ja, und da diese kleine Kiste habe ich übersehen, wie es aussieht. Aber in der war auch nur Geld drin, also nicht allzu tragisch. Gut, so, dann mache ich jetzt erstmal mit der Kette noch einmal, weil das musste ich ja jetzt nochmal wiederholen wegen dieser einen Kiste dahinter, dieser Ecke da. Macht aber nichts. Ist ja gar nicht so schwierig. Ich weiß ja, wie das Rätsel eigentlich am besten zu lösen ist. So. Okay, also der ist erstmal nochmal einen kurzen Moment ein und ich stelle mich jetzt erstmal hier so in die Mitte rein. Keine Sorge, da kann ja nichts passieren, weil das ja so ein Kreis ist. Gut, und dann komme ich jetzt so auf die andere Seite. Na, also, perfekt. Gut, nächster Raum. Oh ja, und das ist ein Rätsel, das ich ehrlich gesagt nicht so besonders mag. Naja, gut, es ist kein Rätsel, aber es ist nervig. So, und da kommt der Typ ja hier. So, jetzt hoffe ich mal, dass es nicht genau so ein Typ ist wie diese komischen Mumien, die mich jetzt hier eigentlich vorher. So, Helmspalter und zack. So, okay, und da muss ich jetzt ein bisschen was anderes machen. So, erstmal hier die Kombi aus. Und eine Bombe hier hinlegen. Weil nach einer Weile stehen die Dinger sofort wieder auf. Außer natürlich, wir sprengen sie weg. Gut, das hätten wir also auch geschafft. Oh, und da sind auch Bomben drinne. Ja, hätte ich die mal eine Kiste früher gekriegt, also irgendwo, wo jetzt dieses komische Knochengerippe jetzt hier nicht so in der Nähe stand, aber egal. So, und nochmal einen Bombenpack. Naja. Macht ja eigentlich nichts. Je mehr ich davon habe, desto besser. Okay, sonst ist hier eigentlich auch weiter gar nichts. Ich brauche eigentlich nichts weiteres tun, als jetzt erstmal diesen Weg hier runter zu gehen und dann geht es hier eine Treppe hoch. Ja, genau. Da war ja irgendwas. Warte mal, jetzt mal muss ich mal kurz gucken. Genau, der Geist ist hier durchgegangen. Genau, es ist ja so, also dieses Rätsel hier besagt, dass wir hier eine bestimmte Fackel anzünden müssen, um die Tür zu öffnen. Und der Geist gibt uns ja auch sogar schon zum Glück den Hinweis, denn er ist ja nämlich ja genau an dieser Fackel vorbeigeschwebt.
die wir entzünden müssen. Also werde ich mal hier mal meine Lampe anfackeln und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Oder war noch eine andere? Ja, tatsächlich, es war noch eine andere. Und zwar die mittlere hätte ich auch noch mal anzünden müssen. Also mittlere auch noch anzünden und schon geht die Tür auf. Ist doch ganz einfach. Also, dann sind wir ja gleich da. Der letzte Geist ist schon ziemlich nah dran. Ne? So, ich mach mal die Laterne aus. Ich meine, muss ja nicht unbedingt unnötig Öl verschwenden. Okay, und da wären wir also schon. Ich denke mal, hier ist er. Oh, mal sehen, wo sich der Schlingel versteckt. Ah, da bist du ja. Oh ja, und der kommt ja jetzt hier gleich mit einem netten, ja, fiesen Rätsel. Er kann sich klonen. So, wollen wir mal sehen, welcher davon ist der echte? Okay. Das ist schwierig, also da muss ich jetzt erstmal ein bisschen aufpassen, weil... Ah ja, warte mal, da kann ich ja ein bisschen die Kamera hier kontrollieren. So, der ist es. Ich hab dich. Okay, er klont sich nochmal. Ah, verdammt. So, gut noch erwischt. Bevor er sich auflösen konnte, aber wenigstens konnte ich wenigstens seine Attacke noch ausweichen. Das ist auch schon mal ganz gut. So, damit hätten wir 20 Geisterseelen zusammen. Der letzte Geist ist auch außer Gefecht gesetzt. Das heißt, jetzt kann ich wenigstens endlich wieder zum Haupteingang hin. Denn da müsste ja jetzt ja gleich die Tür aufgehen, sobald das Licht dorthin zurückgekehrt ist. Schön. Das ist eigentlich mal eine interessante Frage. Wie komme ich hier wieder raus? Aber ich würde mal sagen, ganz spontan hier so lang. Yep. So, warte mal, da verwandle ich mich mal gleich sofort wieder in Menschen zurück und dann einfach mit der, mit dem Greifhaken hier hinziehen, dann geht das am schnellsten. So, so, geschafft. So, und nun, betrachten wir die Früchte unserer Arbeit. Tja, das hätten wir. Dann gehen wir jetzt endlich mal in den nächsten Gang hinein. So, und ab dem hier wird es ja jetzt erstmal richtig interessant. Erstmal hier brennende, fliegende Totenköpfe. So. Oh, verdammt! Scheiße, voll daneben! Voll daneben bin! Oh, Mann. So. Geschafft. Okay, da hinten ist eine Kiste mit dem Masterschlüssel drinne. Und ich komme da nicht an die ran, weil da diese Sandgrube im Weg ist. Also fällt das erstmal weg. So, darüber komme ich eigentlich, glaube ich, auch noch nicht rein, oder? Nee, ich sehe keinen Greifhakenpunkt, an den ich mich ranziehen könnte. Also fällt das auch weg. Nein, stattdessen geht es hier rein. Wo, sowas ist. So, ich nehme am besten mal den Greifhaken und ziehe mich mal so diesen Gang hier hinein. Ich will jetzt nicht unbedingt da runterspringen, das tut nämlich bestimmt ganz böse weh. Hier lag auch nur Geld drin. Naja, gut. Okay, so, dann ziehe ich mich jetzt erstmal an die nächste hier ran. So, und zack. Yeah. So, und damit sind wir jetzt ganz unten. Und wisst ihr was? Ich will sogar noch ein Stückchen weiter runter. Deswegen erstmal hier kurz gucken. So, ich müsste mal... Nein, falsche Richtung.
Ich will nämlich nach unten fahren. So, ich bin jetzt schon ganz unten. Und hier ist so ein Durchgang, der durch ein Schloss versperrt ist. Na super. Na gut, dann muss ich ja wohl doch erstmal noch ein Stück nach oben. Und zwar durch diese hier. Ja, aber so wie ihr seht, ich komme da nicht einfach so rein. Nein. Die ist weg. Nee, nee, ich muss hier so durch. So, hier ist noch ein Fünfer drin. Hier noch ein Herz. Und hier ist der Schlüssel. Jetzt muss ich erstmal gucken, weil hier war ja eigentlich etwas, ja, die Karte ein wenig kompliziert dargestellt. Ja, zum Beispiel in diesem selben Stockwerk ist nämlich auch noch eine Menge mit Kisten. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie kam ich jetzt überhaupt nochmal dahin, oder... Obwohl, ja, genau, also ich meine jetzt da, wo ich sowieso runter muss, da sind sowieso mehrere Stockwerke dargestellt. Deswegen kann ich da bestimmt ohne Probleme rein. Mhm. Ah, warte mal, ich guck noch mal auf die Karte. Ja, ich meine, ein anderer Weg würde mir sonst nicht einfallen, außer jetzt hier diese Karte da rechts jetzt. Dass ich von dort aus in ein höheres Stockwerk komme. So, da ist ja die Mastertruhe drinne. Und hier sonst weiter eigentlich nichts. Ja. Und ich weiß ja schon, da ganz oben diese Kiste, da ist das Dungeon-Item drin. Das heißt also, da wird jetzt also gleich in dieser nächsten unteren Ebene hier der Zwischenboss auf mich warten. So. Dann legen wir mal los. Oh, ja, richtig. Das war ja diese Schose hier. Ist so ein schickes Rennen durch die verschiedenen Gänge. Und ich merke auch schon, ich habe eben gerade schon diese kleinen Stopferchen da wieder im Boden gesehen. Genau, Geister hatten sie wieder hier. Okay, hier geht's nicht weiter. Was hab ich? Was ist los? Los, Vorsicht. Mensch, ich kann da jetzt gar nicht eben gerade wieder hoch. So, anscheinend muss ich hier lang. Da geht's weiter. So, da ist auch wieder so ein... So, der ist weg. Ja, genau. Das war jetzt so ein richtig fieses Hin- und Hergerenne. Muss ich mir erstmal zusehen, wie ich mir den Weg da hier zurechtlege. Also da hinten war ja, glaube ich, irgendwo... Genau. Das hier ist mein Zielpunkt. Oder nee, warte mal. Genau. Auf der anderen Seite ist mein Zielpunkt. Am besten, genau, ich laufe am besten mal hier den Weg kurz lang. Und so, den mache ich erstmal schnell platt. Das ist besser so. So, und die Viecher auch nochmal schnell loswerden. Was war? Hängt noch so ein Vieh an mir? Gibt's denn das? Ja, was war jetzt aber eigentlich hier noch? Irgendwas Besonderes? Ja, hier sind noch so ein paar kleine Ratten. Ja, es ist wichtig, dass ich die erstmal hier loswerde. Okay, gut. Ich hoffe mal, ich habe jetzt alle erwischt. Kann ich ja jetzt mich ja an das Rätsel hier ranmachen. Gut. Müsste eigentlich ja kein so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. So. Schön zurückziehen. Hm. Na gut. Okay, so funktioniert das nicht. Ich brauche tatsächlich dafür wohl meine Eisenstiefel. Weil das Ding sich ja leider zurückzieht.
Gut, den Weg habe ich ja noch. Aua, im Kopf, also Beeilung. Ich muss ja leider mal immer hier groß im Kreis rennen. Oh, verdammt! Oh, so, geschafft. Mann! Was ist das jetzt? Oh Mann. So, die machen wir mal schnell kaputt. So, Energie brauche ich aber trotzdem keine mehr. Dann wollen wir mal sehen, wie wir das jetzt am besten mal hinkriegen. Und drauf hier. Und, Igitt, die Dinger schon wieder? Wow, verdammt. Ist ja ekelhaft. Bin ich die eigentlich überhaupt nochmal so los? Und, oh, guck mal, wen wir hier gefunden haben. Hab mich schon langsam gefragt, weil ich dich endlich zu Gesicht bekomme. Da ist sie ja wieder, die Tante. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns doch nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Ja, wir haben mal die Tante wieder getroffen, die uns ja mal wieder aus den Taschen rausholen kann und wieder hinein. Das kennen wir alles schon. Ja, aber trotzdem ist doch immer wieder nett, sie wiederzusehen. So, kann jetzt nicht sie rausziehen. Ich habe keine Lust, diese Käfer an den Klamotten zu haben und... Igitt, da hinten sind ja noch welche. Ist ja widerlich. Wow. Oh, Mann. Schön, das wird lustig. Yay. So. Ja, da muss ich erstmal überlegen. Nochmal Karte auf. Ja, genau. Ich muss ja erst in den Nordbereich hinein. Wie komme ich da hinein, frage ich erstmal ganz spontan. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze, ich muss erstmal irgendwo auf der anderen Seite einen Mechanismus aktivieren. Aua, das tat weh. Ja, gut. Na, ich würde mal sogar sagen, hier drauf. Oh, Vorsicht, ich muss mal hier raus. So, machen wir gleich mal beide gleichzeitig hier platt. Mit der Bumm. So, sind beide erledigt. So, von beiden kriegen wir nochmal Herzchen. Ja, gut, ich würde mal sagen, ich muss hier so hoch und... Geht runter von mir! Drecksviecher! Ist ja widerwärtig. Oder, warte mal, wieso habe ich jetzt eine Bombe gezündet? Mensch, diese blöden Käfer, ey. So, hier nochmal eine Bombe zünden. Igitt! Was sind das bloß für hässliche Käfer, ey? Ja, okay. Ich hatte es mir ja zwar nicht vorgestellt, dass das jetzt passieren würde, aber egal. Aha, aha. Okay, so sieht das also aus. Warte mal, kann ich irgendwie da hochklettern? Na, ist zu hoch. Nee, dann probieren wir es mal ganz anders. Ich wollte eigentlich mal probieren, ob ich irgendwie da hoch kann. Ah, sieht aber nicht so aus. Also es ist ein bisschen zu weit weg. Ja, da brauche ich was anderes. Na schön. Genug herumgeeiert. Ich hole mir jetzt das Dungeon-Item. Ah, ich glaube, das schaffe ich jetzt gar nicht mehr. Weil gleich kommt ja eh ein Zwischenpass auf mich. Ja, warte mal. Ich bin hier doch richtig. Warum rege ich mich jetzt hier gerade auf? Oh, ich hab's schon gemerkt. Da haben sich irgendwelche scheiß Ratten an mir festgehangen, wahrscheinlich. Ne, von wegen Ratten festgehangen. Ich hatte die Stiefel an. Wieso hatte ich die Eisenstiefel an? Bin ich bescheuert oder was? Na gut. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Okay, nochmal schnell hier rüber. Das ist ja irgendwie völbisch. Nee, da stimmt irgendwas. Ah, nee, es geht so oder so nicht.
Okay, die Dinger haben mich trotzdem langsam gemacht. Das ist ja natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Na gut, ich habe ja zum Glück noch eine andere Lösung parat. Und zwar mit dem Greifhaken kann ich das ja hier machen. So, ich verwandle mich erstmal zurück. Und werde an dieser Stelle dann erstmal den Part beenden und erst dann den nächsten Versuch starten. Ich bedanke mich dann mal wieder hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Zelda Twilight Princess. Und ihr geht endlich runter von mir, ihr blöden Viecher. Also Freunde, bis dann und tschüss.